schwer zu nehmen für Mischek, die den Ball ins Netz setzt. Ja, wieder, das macht sie sehr geschickt. 3:1 Führung also jetzt für die Kroatin. Jetzt der Fehler von ihr ins Out. Eines der besten Ergebnisse von Ivana Malubavic der letzten Jahre international war das Erreichen des 16. Finales bei der ITTF Challenge Series in Belgrad 2019. 39 Jahre ist sie jung und muss jetzt den Ausgleich zum 4:4 hinnehmen. Ja, der Aufschlag, Ball Netz berührt, Wiederholung. Ja, bei Caroline Mischek das beste Ergebnis der letzten oder eines der besten Ergebnisse der letzten Jahre war das Achtelfinale bei den Spanish Open in Guadalajara. Ja, sie spielt sich, Ivana Malubavic spielt sich also wieder einen kleinen Polster. 2 Punkte Vorsprung, eigener Aufschlag, da könnte sie jetzt natürlich mehr draus machen. Sie auch, 7:4 Führung. Hat bei dem Return den Ball einen guten Speed mitgegeben. Schwer zu nehmen wieder für Caroline Mischek und damit 8:4 Führung für die Kroatin. In der vergangenen Saison im Herbst, vielleicht auch eine kleine interessante Zahl, hat in der Bundesliga Caroline Mischek 7 Spiele absolviert für Linzer G. Froschberg und dabei 12 Sätze für sich entschieden und nur 2 verloren. War damit in der Einzelrangliste auf
Rang 2 zu finden. Damals spielte sie noch für das LZ Linz-Froschberg. Im Frühjahr lief es dann ähnlich gut für sie, auch da in der Einzelrangliste auf Rang 5 zu finden, mit 11 Satzgewinnen und nur 2 Satzniederlagen in 7 Partien. Ja, nicht Satzniederlagen, sondern natürlich Einzelniederlagen in den Einzelduellen. Das ist schon natürlich sehr beeindruckende Zahlen. Führung für Manu Babic, erster Satzball. Aufschlag Karolina Mischek. Hat den ersten beeindruckend abgewehrt. Wunderschön. Sich den Ball hergerichtet. Verkürzt also auf 8 zu 10. Jetzt aber eigener Aufschlag für Malo Babic. Und für all jene, die im Tischtennis nicht ganz so beheimatet sind, nach jeweils 6 Punkten ist es den Spielerinnen und Spielern gestattet, eine kurze Verschnaufpause zu nehmen, sich beim Handtuch einmal den Schweiß abzuwischen. Und damit ist jetzt auch gerade der erste Satz entschieden. 11 zu 8 gewinnt diesen. Ivana Malobabic stellt also auf 1 zu 0. Sagt, die Kroatin war auch im vergangenen Jahr im November bei den Austrian Open in Linz im Einsatz, ist da allerdings schon relativ früh ausgeschieden. Wie auch Karolina Mischek, auch sie natürlich damals vor knapp einem Jahr im Einsatz gewesen in Linz. Konnte sich allerdings in der Qualifikation nicht durchsetzen. Nahm aber trotzdem 225 Punkte für die Weltrangliste mit, in der sie aktuell, wie gesagt, auf Rang 149 steht. In der vergangenen Saison ja auch die Tischtennis-Bundesliga Covid-bedingt abgebrochen worden. Da hat man relativ spät den Abbruch bekannt gegeben, weil man noch lange zugewartet hat, wie sich die Situation in Österreich entwickelt. Und auch hier kam es zu einer Annullierung, damit kein Meistertitel vergeben. Ah, über das Netz ins Out geschlagen. 1 zu 0 Führung, also in Satz 2 für Malo Babic. In Spiel 2 übrigens kommt es dann zum Duell Liu Jia gegen Anna-Sofia Fenevesi. Zu hoch genommen. 3 zu 1 Führung für Malo Babic. Thank you.
2:4 aus Sicht von Caroline Mischek. Bei eigenem Aufschlag. Ins Out, damit 6:4 Führung für Ivana Malobabic. Einen Punkt wieder aufgeholt aus Sicht von Caroline Mischek. Ein kleiner Zwischenstand von den Nebentischen, da führt Wiener Neustadt nach Spielen jetzt 1:0 gegen Stockerau. Und im Damenfinale gelingt Caroline Mischek in Satz Nummer 2 der Ausgleich zum 6:6. Drei Punkte also in Serie von der Linzerin. Wobei man richtig sagen muss, der Niederösterreicherin, die für Linz AG Froschberg aufschlägt, geboren nämlich in Korneuburg. Ja, zweiter Fehler. 6:8 liegt sie da jetzt zurück gegen ihre Kontrahentin. Erneut ins Netz geschlagen. 3 Punkte Rückstand jetzt. Den lässt sie sich natürlich nicht nehmen, verkürzt auf 7:9. Aber Ivana Malobabic mit eigenem Aufschlag jetzt die Chance, auch Satz Nummer 2 für sich zu entscheiden, auf 2:0 vorzulegen. Oh, starker Return, aber der hat die Netzkante berührt, ging ihn damit ins Out. 9:8. Sehr stark gespielt von Caroline Mischek, gleicht wieder aus, 9:9. Im November 2018, also vor knapp 2 Jahren, stand sie
schon mal auf Rang Nummer 112 in der Weltrangliste, ihre beste Platzierung bislang. Jetzt eigener Aufschlag. Wenn sie die beiden durchbringt, dann kann sie auf 1:1 stellen. Jetzt einmal Satzball für Ivana Malobabic. Eine kleine Verlängerung also in Satz 2, 10:10. Nun wechselt der Aufschlag nach jedem Punkt. Zweiter Satzball für die Kroatin. Wieder der Ausgleich, 11:11. Dritter Satzball für Ivana Manubabic. Und da holt sie sich auch Satz Nummer 2 mit 13:11, 2:0 Führung damit. Also für Ivana Malobabic. Ja, Caroline Mischek kommt mit dem Schnitt aus der Rückhand ihrer Kontrahentin relativ schwer zurecht bislang, wenn sie sich darauf einstellen kann. Dann kann sie diese Partie natürlich noch drehen. Aber bislang die 39-jährige Kroatin sehr routiniert. Ja, und ein paar Fakten vielleicht rund um diesen wunderschönen, rasanten Sport Tischtennis. Bis zu 180 km/h kann so ein Schuss schnell werden. Und sage und schreibe, eine tausendstel Sekunde berührt dabei der Ball den Schläger und verformt sich um bis zu 20%. Bei einem beispielsweise optimal angeschnittenen Topspin dreht sich der Ball übrigens 50 Mal pro Sekunde um die eigene Achse, was hochgerechnet etwa 3000 Umdrehungen pro Minute ergibt. Ja, auch damit kann man dann im Freundeskreis ein wenig beeindrucken. Mit Wissen aus dem Tischtennissport. Satz Nummer 3. Jetzt gilt es für Caroline Mischek zurückzuschlagen. Ja. 0:2 liegt sie nach Sätzen zurück. Zur Nullführung jetzt mal für die Linz-Spielerin. Oh, eine starke Vorhand von Malobabic. Genau in die Ecke gespielt. Keine Chance für Caroline Mischek, da heranzukommen. 1:3 also aus Sicht der Kroatin.
Ja, da lockt sie ihre Kontrahentin in die Falle, spielt den Ball hoch auf mit viel Schnitt und die Vorhand ins Out. 2:3, also noch mit der Rückstand. Lucia feuert da im Hintergrund ihre Teamkollegin an, macht ihr Mut. Während sich Anja Fenjeveshi die Kopfhörer aufsetzt, sich in ihren Tunnel begibt, um sich auf das Spiel gegen Lucia vorzubereiten, das im Anschluss folgt. Ein Netzroller. Glück des Tüchtigen. 5:3 Führung für Karolina Mischek. Bei eigenem Aufschlag. Sehr unangenehme Rückhand wieder. Von Malo Babic. Ja, mit der ist sie einfach gefährlich. Mit diesem Schnitt bringt sie ihre Gegnerin gehörig unter Druck, zwingt sie zu Fehlern. Timeout beim Stand von 6:6. Eine Minute also jetzt Zeit, um sich taktisch zu beraten. Karolina Mischek holt sich da Rat bei ihrer Teamkollegin Lucia, die ihr genaue Anweisungen gibt, wie sie auf die Bälle von Malo Babic reagieren soll. Währenddessen Ivana Malo Babic mit Villach-Manager Werner Feuerabend im Gespräch, der natürlich ebenfalls Tipps gibt, wie sie jetzt diese Partie nach Hause bringen kann und auf 1:0 für die Kärntnerinnen in diesem Finale stellen kann. Es ist ein Finale Best of Five, also wer die ersten 3 Siegpunkte hat, gewinnt dieses Finale, ist Sieger des Tischtennis Bundesliga Opening und darf sich auch gleichzeitig österreichischer Cupsieger nennen. Also maximal 5 Einzelpartien stehen an. Wer als erster 30 Punkte hat, hat dann also gewonnen. Und auch die jeweiligen Einzelpartien, wie Sie unschwer erkennen können, werden auf Best of 5 gespielt, also 3 Gewinnsätze. Und da führt eben jetzt in Spiel 1 dieses Finales bei den Damen Ivana Malo Babic mit 2:0 nach Sätzen. Immer wieder diese Schnittbälle. Und jetzt 7:6 Führung für die Kroatin. In Diensten von Karin Fjervins-Villach. Thank you.
8-8. Den jetzt zu weit gespielt, 9-8 Führung damit für Karolina Mischek. Und jetzt die ersten zwei Satzbälle für die Linz-Spielerin. Aufschlag hat ihre Konkurrentin. Na, ersten Satzball abgewehrt. 9-10 aus Sicht von Ivana Malubabic. Und auch den zweiten abgewehrt. 10-10. Mit dem eigenen Aufschlag kann sie sich jetzt ihren dritten Satzball erspielen. Karolina Mischek. Und das tut sie auch. 11-10. Und sie holt sich diesen dritten Satz, verkürzt damit auf 1-2. Gewinnt 12-10 diesen wahren Krimi. Kommt also jetzt immer besser auch ins Spiel, beziehungsweise mit dem Spiel ihrer Gegnerin zurecht, die vor allem mit ihren Schnittbällen aus der Rückhand heraus enorm gefährlich ist. Diese Bälle ja enorm schwer zu nehmen, da hat auch Karolina Mischek ihre Probleme, schlägt den Ball dann immer wieder ins Out oder ins Netz. Kriegt wieder ein paar Tipps von ihrer Linz-Kollegin Liucia. Damit geht es also in Satz Nummer 4. Eröffnet also Satz Nummer 4, stellt auf 1-0. Führung für die Kroatin. Ein guter Start in diesen vierten Satz.
Netz berührt, Wiederholung des Aufschlags. Ui, ja. Jetzt auch einmal das Glück des Tüchtigen bei der Kroatin. Ein kleiner Netzroller, ganz schwer zu nehmen. Sie reicht zwar den Ball noch, Caroline Mischek, kann ihn aber nicht mehr auf die Platte bringen. 4:0 Führung also jetzt für die Villach-Spielerin. Und eigener Aufschlag. Diese vier Bälle Vorsprung hält sie mal. 5:1. Und sie erhöht auf 6:1. Ah, jetzt muss Caroline Mischek ganz schnell ihr Spiel finden. Sonst ist dieser Satz und damit das Spiel weg. 7:1 Führung für Ivana Malopavic. Bisherigen Turnierverlauf gab die Kroatin erst zwei Sätze ab, beziehungsweise mit dem Satzverlust hier im Finale gegen Mischek 3. Ein ganz starker Auftritt bislang von ihr. Führt jetzt 8:2. Nur noch drei Bälle trennen sie vom Sieg. Zu 2. Verzeihung. Wieder ein Netzroller. Er spielt sich damit 7 Matchbälle. Nichts Unmögliches, aber natürlich ganz schwer jetzt für Caroline Mischek. Unglaublicher Return von Malopavic. Sie verwertet damit den ersten Matchball. Gewinnt Satz Nummer 4, 11:3 und damit das Spiel 3:1, stellt auf 1:0 für den TTC Karin Fürwins Villach im Finale des Tischtennis-Bundesliga Opening der Damen. Ja, und damit kommen wir in wenigen Augenblicken zu Spiel Nummer 2. Und da tritt jetzt in Abwesenheit von Sofia Polkanova die aktuelle Nummer 1 der Linzerinnen Liu Jia an die Platte. Trifft da auf die Serbin Anna Sofia Fenjoveži. Nach 3 Jahren ist sie also nun wieder
zurück bei ihrem Stammverein Linz AG Froschberg Liugia. Sie hat alles mit den Linzerinnen gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ist mehrfache österreichische Meisterin geworden, Cupsiegerin, Champions League-Siegerin und auch international 2005 Europameisterin geworden. Sicherlich eines der bekanntesten österreichischen Gesichter im Sport, Liugia. Ist 38 Jahre jung, wie man sieht, Linkshänderin. Und Nummer 105 der Weltrangliste. Gegenüber eben die 24-jährige Serbin Ana Fenjevici. Zuletzt schien sie im März 2017 auf Position 204 der Weltrangliste auf. Ihr letztes internationales Turnier datiert auch aus 2017 von den Hungarian Open in Budapest. Und jetzt misst sie sich also mit der großen Liugia. Spiel Nummer 2 in diesem Finale. Los geht's. Und der erste Punkt für Liugia, 1:0. Ah, zu lang. Die Vorhand. Seit 1998 besitzt Liugia die österreichische Staatsbürgerschaft. 1997 kam sie ja aus China nach Österreich. Und sie bescherte uns allen viele schöne Momente. Und natürlich besonders ihrem Stammverein Linz AG Froschberg. 4:2 führt sie jetzt. Ihre Auftritte im bisherigen Turnierverlauf makellos. Feierte im Viertelfinale über Claudia Ming-Chen einen 3:0 Erfolg. Und im Halbfinale über Dorotja Tölgis einen 3:0 Erfolg, bei dem sie überhaupt nur 11 Punkte abgab.
sich 11-6, 11-3, 11-2 durchsetzte. Und auch jetzt zieht sie einmal auf 7-3 davon. Zu 4 Führung in Satz 1 für Liu Jia. Die übrigens im Jahr 2014 unter den Top 10 in der Weltrangliste zu finden war, auf Rang 9 damals stand. Und sich jetzt 5 Satzbälle erspielt. Den ersten noch daneben setzt, jetzt eigenen Aufschlag genießt. Und diesen auch nutzt, 11-6. Satz Nummer 1 damit an Liu Jia. Ein schöner Ballwechsel, bei dem sie ihre Gegnerin von einer Ecke und von hinten nach vorne gejagt hat. Wäre natürlich eine Traumrückkehr, wenn sie gleich mit einem Titel ihren Einstand bei ihrem Stammverein wieder feiern darf. Aber dorthin ist es noch ein langer Weg. Jetzt gilt es einmal noch 2 weitere Sätze zu gewinnen, um einmal auf 1-1 zu stellen nach Spielen. Und dann ist in Spiel Nummer 3 Margarita Balcsite gegen Amelie Solja dran. Satz Nummer 2. In Salzburg wurde übrigens schon 2019 das damalige Bundesliga-Finale ausgetragen. Und auch da holte sich Linz AG Froschberg den Titel. Überhaupt gab es da in den vergangenen Jahren lediglich die damalige SVS Ströck, die Linz AG Froschberg 2012 und 2014 den Titel abluchsen konnte. Ansonsten die Linz Froschberg Damen seit Ende der 90er Jahre als Meister bei den Damen verewigt. Von
98 bis 2011 durchgehend, dann eben 2012 SVS Ströck, 2013 wieder Linz AG Froschberg, 2014 SVS Ströck und seit 2015 wieder durchgängig die Linz AG Froschberg. Jetzt einmal ein kleiner Vorteil für Anna Fenjewesi. 5:3. Sechs zu drei jetzt. Da hat sie jetzt gut ins Spiel gefunden in Satz Nummer 2. Die Serbin führt 7:3 in diesem Satz. Aufschlagfehler. Also nicht Aufschlagfehler, sondern natürlich ein sehr geschickter Aufschlag von Liu Jia. Zwingt er ihre Gegnerin zu einem Fehler und auch gleich zu einem weiteren, verkürzt auf 5:7. Ausgleich und die Faust von Liu Jia. 4 Punkte in Serie und jetzt eigener Aufschlag. Acht, sieben, 5. Punkt in Serie. Neun, sieben. Ja, das war wohl eventuell nur ein kleiner Durchhänger. Der Europameisterin von 2005. Die übrigens bereits an 5 Olympischen Spielen teilgenommen hat. Ah, jetzt Satzball für Anna Fenjewesi. Und den, da schlägt Liu Jia ins Netz. 1:1 damit nachsetzen. Muss sich da ihren linken Schuh neu anziehen. Ist vielleicht ein wenig locker geworden. Satz, also den sie abgibt in diesem Turnierverlauf. Satz Nummer 3. Thank you.
ein kleiner Zwischenstand auch von den Halbfinalpartien bei den Herren. Zwischen Walter Wels und der SPG Linz steht es nach 2 Partien 1:1. Und zwischen Solix Consult Wiener Neustadt und dem UTTC Stockerau, da führen die Wiener Neustädter 2:0 gegen den Titelverteidiger. Das Finale der Herren dann, wie erwähnt, um 14.10 Uhr ebenfalls live hier zu sehen auf Laola 1. Wir bleiben aber jetzt bei den Damen. 4:1 Führung für die UGA in diesem Finale, in dem Villach 1:0 führt, nachdem sich Ivana Malobabic gegen Caroline Mischek 3:1 durchsetzen konnte. Führung für Liucia, wie Sie bei den Aufschlägen sehr schön erkennen können. Es muss so die Regel, der Ball immer zu sehen sein. Das war ja vor einigen Jahren noch anders. Da hat man mit der Schulter oder dem Körper den Ball verdeckt und dadurch dem Gegner verhindert, dass der Gegner sieht, mit welchem Schnitt der Ball kommt. Das jetzt seit wenigen Jahren nicht mehr erlaubt. Sehr stark gespielt von Liucia. 10:6, 4 Satzbälle. Und den ersten nutzt sie gleich. 11:6. Führt damit nach Sätzen 2:1. Und weil immer wieder über den Schnitt gesprochen wird, seit wenigen Jahren spielt man ja mit sozusagen Plastikbällen. Da hat sich im gesamten Tischtennisspiel einiges verändert, denn die erlauben weniger Schnitt, was vor allem den Defensivspielern natürlich weniger zugute kommt. Damit hat man das Spiel wieder offensiver und schneller gestaltet. Und falls Sie sich schon immer mal gefragt haben, wie lange denn das längste Tischtennis-Match gedauert hat, ja, das waren sage und schreibe über 31 Stunden, das der Weltrekord im Dauertischtennis. Das längste Einzelmatch, übrigens in Baden-Württemberg, bestritten von Uwe Geiger und Thomas Opiol.
Das ging von 14. bis 21. April 1985. Nicht durchgängig natürlich. Wir sind jetzt also in Satz Nummer 4 zwischen Liu Jia und Anna-Sofia Fenjewesi. Ja, 4:2 Führung für die Serbin. Und mit dem eigenen Aufschlag auch sofort wieder ausgeglichen. 4:4. Ja, wie gesagt, noch eine kurze Info eben zu den Bällen. Seit 2018 bestehen diese nur noch aus Kunststoff. Wie gesagt, mit 31. Dezember 2017 ist die Produktion der Tischtennisbälle aus Zelluloid eingestellt worden. Mit ein Hintergrund war vor allem auch, weil Zelluloid hochentflammbar war und ist und es da auch Probleme beim Transport gab, da es einfach ein hochgefährlicher Werkstoff ist. Auch sehr interessant, rund 90 oder sogar über 90% aller produzierten Tischtennisbälle haben nie einen Tischtennistisch gesehen. Hat den Hintergrund, weil diese Bälle zur Bergung von Schiffswracks verwendet wurden. Die werden da in den Hohlraum, also in den Bauch der Schiffe hineingepumpt und erzeugen so den nötigen Auftrieb, dass man ein Wrack wieder an die Oberfläche holt. Aber die hier eingesetzten Tischtennisbälle dürfen sich ihrer eigentlichen Aufgabe erfreuen. Liu Jia führt 7:4 in Satz Nummer 4. Wenn sie diesen gewinnt, entscheidet sie die Partie für sich, stellt dann auf 1:1. Traumvorhand von Liu Jia, 8:5 Führung. Ja, den hat sie gebraucht, der letzte Teil, der hat sie geärgert. In diesen Punkt hat sie ihren ganzen Ärger hineingelegt. Neun zu sechs.
10-7, drei Matchbälle jetzt, also für Liu Jia. Und der erste gleich verwandelt, 11-7 gewinnt sie, Satz Nummer 4, gewinnt damit die Partie gegen Anna Fenyevesi 3-1 und stellt in diesem Finale auf 1-1. Spiel Nummer 3 lautet nun also Margarita Baltusita gegen Amelie Solia. Hohe Hygienestandards, wie Sie unschwer erkennen können, nach jeder Partie wird der Tisch und auch die Banden im Hintergrund gereinigt, desinfiziert. Damit geht es also in Spiel Nummer 3 zwischen Amelie Solia für Karin Fürwins-Villach und Margarita Baltusita für Linz AG Vorsberg. Zehn Jahre liegen
die beiden Spielerinnen auseinander. Solja 29, Baltusita 19 Jahre jung. Während Amelie Solja eine Top 100 Spielerin ist, aktuell auf Rang 79 liegt, hat die junge Linz-Spielerin noch einen weiten Weg vor sich, sie momentan auf Rang 941 zu finden. Ja, 4:1 Führung gleich mal für Amelie Solja. Seit 2010 spielt sie für Villach. Und wie erwähnt, 2016 feierte sie mit ihrem Verein den Cup-Titel. So, 3 Führung jetzt für Amelie Solja. Ihre Schwester übrigens, Patricia Solja, die für Deutschland spielt. Sicherlich auch vielen Tischtennis-Kennern ein bekannter Name. Amelie Solja war ja auch Teil der so erfolgreichen österreichischen Nationalmannschaft bei der EM 2014, als man in Lissabon Silber holte. Satzbälle also für Solja. Ah, den ersten abgewehrt von der Linz-Spielerin. Amelie Solja übrigens im Herbst 2019, also der letzten Meisterschaft, in Einzelrang ist er auf Rang 3 gestanden. Hat 10 Einzelpartien gewonnen und nur eine einzige verloren in insgesamt 6 Spielen. Das war sogar im Frühjahr, im Herbst
standen in 7 Partien 10 Siege und 4 Niederlagen zu Buche. Da stand sie auf Rang 4. Ah, jetzt hat sie doch schwer zu kämpfen gerade. Noch ein Satzball übrig. Und den nutzt sie aber zum 11:9. Gewinnt Satz Nummer 1 und stellt damit also auf 1:0. Ja, manchmal etwas unorthodox erscheinender Spielstil, sehr gefürchtet in der österreichischen Bundesliga. Wie die vorhin erwähnten Zahlen ja auch zeigen, eine der stärksten Spielerinnen der heimischen Liga. Sie holte übrigens im Nachwuchs unzählige Medaillen, gewann beispielsweise bei den Jugend-Europameisterschaften 2005 Gold im U15-Doppel, 2006 Gold im U18-Doppel, bei Jugend-Weltmeisterschaften Bronze im Mixed-Doppel, 2005, 2006 Bronze im Doppel und Mixed-Doppel, 2007 Bronze im Einzel und 2008 sogar Silber im Einzel. Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften stand sie schon dreimal im Finale, nämlich 2013, 2014 und 2019. Aber dieser Titel fehlt leider noch. In ihrer Sammlung musste sich da jeweils geschlagen geben. Dafür wurde sie 2014 Staatsmeisterin im Mixed. Und 2012, 2013, 2014, 2015 Staatsmeisterin im Doppel. Ja, in Satz Nummer 2 stellt sie da jetzt einmal rasch auf 3:0. Halbfinale war Amelie Solja im Viertelfinale gegen Birgit Eschinger souverän, setzte sich da 3:0 durch. 11:4, 11:4 und 11:3. Im Halbfinale hatte sie dann allerdings schwer zu kämpfen gegen Katharina Stratzer. Da gewann sie am Ende 3:10. Gewann da die ersten beiden Sätze jeweils 12:10. Gab dann Satz 3 und Satz 4 mit 9:11 und 10:12 ab, aber im entscheidenden fünften war sie dann mit 11:6 zur Stelle. Ähnlich erging es da ihrer Konkurrentin Margarita Baltusite, im Viertelfinale gegen Molai Fang 3:0 gewonnen, im Halbfinale dann gegen Selina Leitner 3:2. Auch da war es im entscheidenden fünften Satz mit 11:2 die klar nervenstärkere Spielerin. Sieht sich jetzt aber gegen Amelie Solja mit 4:6 im Rückstand.
findet jetzt etwas besser ins Spiel. Die Litauerin. Starke Vorhand von Amelie Solja, 8:6 Führung für die Villacherin. Ah, die Vorhand aber ins Out gesetzt. Bei jedem Punkt geht bei Margarita Baltusita die Faust nach oben. Und da ist der Ausgleich 8:8. Und jetzt auch die Führung 9:8. Ganz starker Auftritt der 19-Jährigen. Kann sich jetzt ihren ersten Satzball erspielen. Ja, das tut sie auch. 10:8, zwei Satzbälle. Ah, den ersten Mal weit ins Out gesetzt. Aber einer ist noch übrig. Aufschlag Amelie Solja. Oh, starke Rückhand von Solja. Lang gespielt. Schwer zu nehmen darf damit für ihre Konkurrentin. Und es steht 10:10. Jetzt wechselt also wieder der Aufschlag nach jedem Punkt. Es darf Margarita Baltusita beginnen. Oh, Netzroller, Glück gehabt. Amelie Solja, jetzt der Vorteil bei ihr. Erster Satzball in Satz Nummer 2 für Solja. Ah, da jetzt gut gespielt von ihrer Konkurrentin. Setzt sie da unter Druck mit der Vorhand. Und der Return ins Out. 11:11. Nächster Satzball für Margarita Baltusita. 12:11. Und gelungen. Amelie Solja schlägt den Ball mit der Rückhand ins Netz. 13:11 setzt sich damit die Linz AG Froschberg-Spielerin durch und stellt auf 1:1 nach Sätzen.
Eines der besten Ergebnisse international übrigens von Margarita Baltusita in der jüngeren Vergangenheit. Die Luxemburg Open 2018 im September. Da schaffte sie es bis ins Achtelfinale. Jetzt also Satz Nummer 3 und sie legt dynamisch los, stellt auf 1:0. Das präsentiert sich da gerade sehr beweglich. Man sieht das Selbstbewusstsein, die Motivation jetzt nach diesem Satzgewinn. Führung in Satz Nummer 2, Satz Nummer 3. Ja, jetzt hat sie gerade einen Lauf. 4:0. Jetzt gelingt gerade alles. 6:0 Führung für Margarita Baltusita in Satz Nummer 3. Schnitt auch beim Aufschlag mitgegeben. Und jetzt der erste Punkt für Amelie Solja. Da schlägt ihre Kontrahentin ins Out. 1:6, also aus Sicht der Villacherin. Zu 1, 7 Punkte Vorsprung. Ich bin gespannt, ob Amelie Solja da jetzt noch einmal zurückfindet in den Satz. Der war einmal zu lang von der Linz-Spielerin. 2:9. Jetzt braucht Amelie Solja eine Serie. Ja, das sind schon mal 2 Punkte. 3:9. Ja, 4:9. Jetzt darf das Selbstvertrauen nicht den Übermut überkippen bei Margarita Baltusita. Der Vorsprung ist groß, aber er schmilzt. Stark gespielt von Amelie Solja. 5:9, nur noch der Rückstand. 4 Bälle. Ja, wobei diesen Punkt, der wurde jetzt nicht gezählt, weil vom Nebentisch ein Ball in den Court gelangt ist. Somit muss also dieser Punkt wiederholt werden. Glück für Margarita Baltusita, denn jetzt hat sie auf einmal 6 Satzbälle. 10:4, eigener Aufschlag. Die Vorhand zu weit, damit ins Out, aber noch einen Aufschlag hat sie. Satzball Nummer 2.
Ja, ins Netz. Ja, jetzt heißt es Ruhe bewahren, denn 4 Satzbälle hat sie noch. Braucht sie nicht nervös werden, kann sie darauf spekulieren oder spielen, dass vielleicht Amelie Soll ja da einen Fehler begeht. Beziehungsweise natürlich noch besser, sie zwingt sie zu einem Fehler. Ja, und das tut sie auch. 11:6. Damit holt sie sich Satz Nummer 3, geht 2:1 in Führung. Die 19-Jährige. Jetzt bin ich auf die Antwort von Amelie Soll ja gespannt, denn sie auf Position 3 zu setzen, war sicherlich von der Taktik her so gesehen, dass man diesen Punkt holt, diesen Siegpunkt. Jetzt muss sie ihre Routine ausspielen und die nächsten beiden Sätze für sich entscheiden. Der Start in die Partie war ja grandios, aber jetzt die letzten beiden Sätze hat auch Margarita Baltusite ihr Können gezeigt. Und die Villacherin in die Knie gezwungen. Satz Nummer 4 also. Und Soll ja damit schon ein wenig unter Druck. Entscheidet die junge Linzerin diese Partie für sich, dann treffen, dann geht es in Spiel Nummer 4 zwischen Liu Jia und Ivana Malubavic bereits um den Sieg für die Froschberg-Damen. Zur Nullführung für Baltusite. Sehr schön gespielt von Amelie Soll ja. Keine Chance für ihre Gegnerin, diesen Ball zu erreichen. Hat sie zunächst gut vorbereitet, indem sie den ersten Ball so in die Ecke gesetzt hat, ihre Gegnerin damit weit auf die Seite gedrängt hat und dann nur noch gerade Topspin zum Punkt verwandeln. Und 2:1 Führung jetzt für Amelie Soll ja. Mit dem scheint es, hat sie irgendwie nicht ganz gerechnet mit dem Ball, den hat sie nicht gut genommen. 3:3. Ah, und 4:4.
Netzroller. Das Glück auf der Seite von Amelie Solja. 5:4 Führung damit für sie. Ah, 7:5 Führung jetzt für Amelie Solja, ein erster kleiner Vorteil. Sie feiert ja in wenigen Wochen ihren 30. Geburtstag, exakt am 29. September. Ah, und Margarete Baltosite verkürzt, 6:7 nur noch aus Sicht der Litauerin. Oh, stark gespielt. Von einer Ecke in die andere. 8:6 Führung jetzt für Amelie Solja. Ah, wollte sie es ähnlich machen wie beim Punkt zuvor. Ein bisschen zu lang die Vorhand. 8:7 aus Sicht der Villacherin. Und jetzt 9:7. Immer wieder unglaublich zu sehen bei Solja, wie früh sie mit ihrer Rückhand den Ball nimmt. Das macht es oft eben so schwierig für die Gegnerinnen. Zu 9. Der Jubel im Hintergrund, der galt Andreas Levenko im Halbfinale gegen Lubomir Piste. Der entscheidet den 5. Satz mit 11:9 für sich und gewinnt damit die Partie 3:2. Jetzt aber Satzball für Amelie Solja. Ah, den ersten kann sie nicht verwerten. 10:10. Und weil wir ja einige statistische Zahlen hier immer wieder erwähnen, sei auch erwähnt, im Frühjahr der abgebrochenen Saison
also im Frühjahr 2020, wies Margarita Baltusita eine Bilanz von 10:2 Siegen auf. War damit in der Einzelrangliste der Tischtennis-Bundesliga auf Rang 6 zu finden. Das war ein wenig zu viel. Sie ärgert sich auch. Sie weiß, da hat sie zu viel hineingelegt in diese Rückhand. Und sie damit ins Out gesetzt. 12:11 Führung, also für Amalie Solja. Nächster Satzball. Und das war geduldig und geschickt gespielt von der jungen Linzerin. Jetzt der Fehler bei Amelie Solja, 12:12. Hoch konzentriert. Starke Vorhand. Und Satzball für die Froschberg-Spielerin. 13:12. Matchball. Satz und Matchball. Und da ist es auch geschehen. Margarita Baltusita gewinnt Spiel Nummer 3 mit 3:1 gegen Amelie Solja. Stellt damit auf 2:1 für Linzer G. Froschberg und gibt ihrer Teamkollegin Liu Jia damit den ersten Matchball zum Titel. Für sie geht es jetzt gegen Ivana Malobabic. Jene Spielerin, die in der Eröffnungspartie sich 3:1 gegen Caroline Mischek durchsetzen konnte. Ich persönlich erwarte mir hier durchaus eine enge Partie. Zu favorisieren allerdings durchaus Liu Jia. Jetzt also das Duell der 38-jährigen Liu Jia für Linzer G. Froschberg gegen die 39-jährige Ivana Malobabic für den TTC Karin für Vince Villach. Oder die Nummer 105 der Weltrangliste Liu Jia gegen die Nummer 181 Ivana Malobabic. Ja, 2019, im August, feierte Ivana Malobabic bei der ITTF Challenge Plus Series in Nigeria Platz Nummer 2 im Doppel. Und jetzt geht's also in Spiel Nummer 4 bei diesem Finale. Und erster Punkt für die Kroatin bei eigenem Aufschlag.
1:1. Aufschlagwechsel. Zwei zu eins Führung für Liu Jia, die sich ja 2015 beim Europe Top 16 den Sieg holte. Zu 3 jetzt. Und wer sich vielleicht auch noch erinnern kann, Liu Jia wurde ja 2005 nicht nur Europameisterin im Einzel, sondern gewann gemeinsam mit Werner Schlager die Bronzemedaille im Mixed-Bewerb. Und gewann auch 2005 schon das damalige Europe Top 12 noch. Fünf zu vier Führung jetzt für Liu Jia. Letzter Roller, Wiederholung. Auch der hat jetzt kurz jetzt berührt, die Vorhand von Liu Jia. Und jene von Ivana Malubavic ins Netz. 6 zu 4 Führung also für die Rauschberg-Spielerin. Sieben zu vier. 3:0 Lauf jetzt. 4:0 Lauf sogar. Von Liu Jia. Von 3:4 auf 7:4 gestellt. Und jetzt sogar 8:4. Fehler in der Annahme, 5:8, Aussicht von Ivana Malubavic, kann sie einen Punkt mal wieder gut machen und eigenen Aufschlag. Er wirkt da noch nicht ganz hundertprozentig im Spiel, das zweite oder dritte Netzroller beim Service von Malubavic, den ein wenig zu lang. 9:5 Führung also für Liu Jia. Kann jetzt also mit eigenem Aufschlag diesen Satz für sich entscheiden. Oh, schön gespielt.
keine Chance, diesen Ball zu erreichen. 10:5 Führung. 5 Satzbälle. Na, einen, den ersten abgewehrt. Der zweite sitzt dafür. Ein wenig untergegangen, die Rückhand schwer zu nehmen für Malo Babic. Und der Ball ging schließlich ins Out. 11:6, Satz Nummer 1 für Lucia. Zu 0 Führung für Liu Jia in Satz Nummer 2. Ah, Fehler. Bei den Herren steht übrigens der erste Finalteilnehmer fest und dieser lautet Walter Wels. Die Welser setzen sich gegen die SBG Linz mit 3:1 durch. Und dürfen damit um 14:10 Uhr um den Titel spielen. Ja, das zweite Halbfinale zwischen Stockerau und Solex Consult Wiener Neustadt ist noch im Gange. Und hier im Finale der Damen erhöht Liu Jia in Satz Nummer 2 auf 6:1. Wenn sie diese Partie gewinnt, ist Linz AG Froschberg erneut Sieger des Bundesliga-Openings und damit Cupsieger.
Ei. Aber so einen kann man sich bei diesem Spielstand schon durchaus einmal erlauben. Immer noch 7:3 Führung für Liu Jia. Aufschlag Ivana Malobabic. Zur 4 Führung. Vier Punkte Vorsprung gehalten, 9:5. Wiederholung. Ui, mit dem Netz zum 6:9. Ivana Malobabic. Ja, sie verkürzt auf 7:9. Der Vorsprung schmilzt ein wenig, aber Liu Jia kann mit eigenem Aufschlag diesen Satz entscheiden. 9:7 Führung. Und Satzball Nummer 1. Ja, den noch abgewehrt. Jetzt hat die Kroatin auch eigenen Aufschlag. Mal sehen, ob sie den durchbringen kann und auf 10:10 stellen kann. Aber das zählt. 11:8 gewinnt Liu Jia damit Satz Nummer 2 und führt nun 2:0. Ein Satzgewinn trennt sie und Linz AG Vorarlberg damit vom Cup-Titel 2020. In 2016 spielte Liu Jia übrigens das letzte Mal beim Bundesliga-Opening. Damals verlor sie ihre erste Partie gegen Li Jianping. Und Linz AG Vorarlberg verlor dann am Ende überhaupt 2:3 gegen Corinthians Wiens Villach. Eben die einzige Cup-Niederlage seit Bestehen dieses Bewerbes 2012 für die Linzerinnen.
danach, im Sommer 2017, ging Susi, wie sie ja liebevoll genannt wird, nach Deutschland. Jetzt also zurück und drauf und dran, diesen kleinen schwarzen Punkt auszumerzen und sich wieder Cupsiegerin nennen zu dürfen mit Linzer GV Schberg. Satz Nummer 3. Und 1:0 Führung. Zu 0. Ein erster kleiner Polster ist da. Erster Punktgewinn für Ivana Malubavic. Aufschlagwechsel. 1:3. Aussicht der Villacherin. Ah, die Vorhand hat die Netzoberkante gestreift. Ball ging damit ins Out. 2:3. Ah, der ursprüngliche 3-Treuer-Polster ist dahin. 4:4. Wieder die Netzoberkante gestreift und damit ins Out. 5:5. Und jetzt erstmalige Führung in diesem Satz. Für Ivana Malubavic 6:5. Sechs zu sechs.
Ein Netzroller von Ivana Malubavic. Da kam Liujian nicht mehr ganz ran. 7:6 Führung also. Jetzt wird der Tisch noch schnell desinfiziert. Gesäubert und desinfiziert und es kann schon weitergehen. 7:6 Führung also für Ivana Malubavic, für die Villacherin. Ausgleich. Schöne Vorhand von Malubavic, schwer zu nehmen für Liujian. Ja. Setzt den Ball ins Netz. 8:7 Führung also für die Villacherin. Und wieder der Ausgleich. Ein enger dritter Satz. Wieder die Führung für die Villacherin. Und wieder schlägt Liujian zurück. 9:9. Und jetzt Satz und Matchball für Liujian, 10:9 Führung. Jetzt kann sie es also gleich ausmachen bei ihrer Rückkehr und den ersten Titel einheimsen seit 2017. Natürlich für sie. Der Verein selbst durfte etliche feiern in der Zwischenzeit. Ah, den ersten Matchball wehrt Malubavic ab, 10:10. Ah, Matchball Nummer 2 jetzt für Liujian, 10:10. Und den nutzt sie. 12:10 in Satz Nummer 3. 3:0 Sieg und damit 3:1 Erfolg für Linz AG Froschberg in diesem Finale. Womit sich die Oberösterreicherinnen Cupsieger 2020 nennen dürfen. Der erste Titel dieses Jahres, der erste Titel der neuen Saison. Der erste Titel für Liujian nach ihrer Rückkehr zu ihrem Stammverein. Herzliche Gratulation der Linz AG Froschberg zu diesem Erfolg. Bei dem sich lediglich Caroline Mischek im ersten Spiel Ivana Malubavic 1:3 geschlagen geben musste. Liujian
mit ihren beiden Einzelerfolgen. Und Margarita Baltasita sorgten also für die 3 Siegpunkte, die notwendig waren, um diesen Cup-Titel zu verteidigen. Insgesamt also für die Linzer GF Rauschberg nach 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 der 8. Cup-Titel, womit man auch 2 Bonuspunkte mitnimmt in den Grunddurchgang der neuen Tischtennis-Bundesliga-Saison, der dann eben bei den Damen am 17. Oktober mit der ersten Sammelrunde beginnt. Ja, bei den Herren, wie erwähnt, steht mit Walter Wels der erste Finalist fest. Wiener Neustadt und Stockerau liefern sich immer noch einen Kampf um das 2. Finalticket. Das Herrenfinale dann um 14.10 Uhr wieder hier live auf Laola 1. Während wir noch ein paar Highlights genießen dürfen von diesem Finale bei den Damen, wird im Hintergrund der Pokal und die Medaillen für die Siegerehrung vorbereitet. Hier sehen wir noch ein paar Bälle vom Duell Margarita Baltasita gegen Amelie Solja. Liu Jia im Gespräch mit ihren Teamkolleginnen. Bis dann aber die Damen ihren Pokal endlich in die Höhe stemmen dürfen, müssen sie noch ein wenig Geduld beweisen, denn im Tischtennis gilt ja, wie im Tennis auch, wenn gespielt wird, absolute Ruhe. Und da noch das 2. Halbfinale bei den Herren im Gange ist, heißt es hier warten, bis man schließlich den Pokal in die Höhe stemmen darf. Ein kleines Detail auch noch am Rande bei dem Cup-Erfolg der Villach-Damen 2016. Vom damaligen Team lediglich noch Amelie Solja dabei. Sie holte damals diesen Titel gemeinsam mit Li Jiangbing und Nicole Drossmann. Den entscheidenden 3. Siegpunkt damals holte Li Jiangbing gegen Zhang Mo mit 3:0. Ja, und wie gesagt, da das Halbfinale der Herren zwischen Solix Consult Wiener Neustadt und Stockerau noch in Gange ist und die Siegerehrung damit noch ein wenig auf sich warten lässt, dürfen wir uns jetzt an dieser Stelle verabschieden. Gratulieren noch einmal den beiden Finalistinnen und speziell Linzer GF Rauschberg zum Titel 2020. Und um 14.10 Uhr dürfen wir sie hoffentlich wieder begrüßen zum Finale bei den Herren hier auf Laola 1. Walter Wels steht bereits fest.
Und wir warten gespannt, wer den Welsern folgt, Wiener Neustadt oder Stockerau. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nachher. Bis dahin, Mahlzeit.